Johannes erzählt, es ist Abend. Der Abend des Tages, an dem Jesus auferstanden ist. Die Jünger sitzen in einem Raum zusammen, Türen und Fenster verschlossen. Verängstigt, noch ganz verwirrt von den Ereignissen der letzten Tage. Noch weit entfernt von Osterfreude und Osterglaube. Auf einmal tritt Jesus mitten unter sie. Friede sei mit euch, sagt er. Friede sei mit euch. Wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann bläst er sie an. Nehmt hin den Heiligen Geist. Mir kommt dazu eine Erinnerung in den Sinn. Wenn ich mir wehgetan hatte, damals als kleines Kind, hat mich jemand auf den Schoß genommen, die Tränen abgewischt und den Schmerz einfach weggepustet. Irgendwie hat es gewirkt. Die Jünger, von denen Johannes erzählt, sind auch verletzt, verwundet, verunsichert. Anscheinend niemand da, der sich um sie kümmert. Aber nein, Jesus ist da. Er wendet sich ihnen zu. Er tröstet sie. Friede sei mit euch. Und er sorgt dafür, dass sie auch in Zukunft nicht allein sind. Haucht sie an mit seinem Heiligen Geist. An Pfingsten sagt mir diese Geschichte, Gott hat seine Zusage nicht an eine bestimmte Person oder Zeit gebunden. Sein Geist weht auch heute. Und ich bin mir sicher, wenn wir tief in uns schauen, können auch wir Geschichten erzählen, in denen wir diesen Hauch gespürt haben, der uns getröstet und ermutigt hat. Die uns verbindet und lieben schafft.